Microsoft versucht mehr und mehr bei Windows 10 die Systemsteuerung obsolet zu machen und weitere Optionen in die sogenannten Einstellungen zu verschieben. Jetzt hat es den Gerätemanager erwischt. Der ist jetzt ein bisschen beschnitten worden. Ich zeige euch mal genau, was ich damit meine. Und zwar, wenn ich den Gerätemanager geöffnet habe, wenn er denn möchte, hier ist er. Dann konnte ich zum Beispiel auf ein Gerät, wenn ich dann Treiber suchen wollte, einen Rechtsklick machen und konnte sagen Treiber aktualisieren und hier konnte ich dann online suchen. Die Online-Suche gibt es jetzt hier nicht mehr, die ist jetzt auch in die Einstellungen gewandert und zwar in die optionalen Updates. Dazu mache ich jetzt hier einen Rechtsklick unten auf den Startbutton, gehe auf Einstellungen und suche hier oben nach optional. So, und da finde ich hier jetzt optionale Updates anzeigen. Und da gibt es jetzt keine, bei mir sind ja auch alle Treiber aktuell und installiert, aber wenn es irgendwelche Treiber-Updates gäbe, wären die hier zu sehen. Eventuell werden die dann auch mit den Windows-Updates auch direkt angezeigt, wenn es welche geben sollte. In meinem Fall habe ich jetzt die regulären Windows-Updates, aber keine optionalen Updates. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Abo.